Ich stehe hier am Ufer der Nagold und wir warten auf den Bus, der uns nach Märklingen bringt. Im Bus wird vermutlich der Ralf sitzen und heute sind dabei der Peter, der Dieter und ich. Wenn ihr Lust habt, uns zu begleiten auf unserer heutigen Wanderung, dann dürft ihr gerne dabei sein. Es ist frisch, die Sonne kommt gerade raus, es hat vorher kurz geregnet. Ich denke, dass es heute schön bleibt und vielleicht wird es ein schöner Tag. Lassen wir uns mal überraschen. Also, jetzt warten wir noch auf den Bus. Später geht's weiter. Wir sind am Startpunkt in Märklingen, vollzählig, und jetzt geht's los. Ralf kennt die Strecke. Jetzt hat recht, der Fleischkäse weg, wäre nicht schlecht, gell? Ja. Wer hat es organisiert jetzt? Ja, ein Schweinderl, gut. Ja, mein Gutster. Ja, wir sind jetzt in Märklingen und hier gibt es so eine Art Burg, Schloss, keine Ahnung. Die wollen wir uns jetzt mal anschauen, etwas näher. Thank you.
Meiklinger Kirchenburg. Das war die Meiklinger Burgkirche oder Kirchenburg. Ist die Würm. Wir laufen jetzt an der Würm entlang und später geht es dann über den Büchelberg, Naturschutzgebiet, bis nach Monacam, von dort durch die Mohnbachschlucht, wenn wir durchlaufen können, wenn es kein Hochwasser hat, aber das lassen wir uns mal überraschen. Ja, es geht gerade so schön durch einen herbstlichen Wald. Wir nähern uns dem Naturschutzgebiet Büchelberg. Mal sehen, was wir dort entdecken. Für meinen Freund Roger in der Schweiz. Ist der bearbeitet oder natürlich? Keine Ahnung. Ich grüße dich, Roger. Schöne Grüße in die Schweiz. Ich
Danke. Ah, die Flaschen. Gleiche Flaschen. Die habe ich auch überlegt, ob ich die mitnehmen soll, aber die waren mir zu klein. Also wir sagen unserem Ralf einen herzlichen Dank für die Butterbrezel heute. Ja. Lass euch schmecken, lass euch schmecken. Mit und ohne Butter. Gut. Was ist das da? Ein Versucherle von Brot, hat er halt gesagt, den die mitgeben. Und also wo so große Schachten, also die Zehner-Dinger da, schön Brot, gehabt. Brot, die da. Ja, ich sag, kann ich auch bloß 6 haben? Brot, die da. Brot, halt. Das ist ja selbstverständlich. Also bei mir kommt jeden Samstag, meine kaufen nur 2 ein. Gabelung, gell? Millager A30. Ach, die Röhre an Weg. Jetzt sind wir am Naturschutzgebiet Büchelberg. Gleichzeitig ist es auch der HW5, Hauptwanderweg 5 im Schwäbisch-Alb-Verein. Aber das habe ich euch ja schon mal erzählt, dieses Jahr glaube ich, auf einem kleinen Rundgang im Frühjahr, ich glaube bei Regen.
kleine Informationsrunde an einem Wegbau. Ja, das habe ich auch nicht gewusst, dass hier der Mittelweg ist. Aber wenn es da steht, deswegen warte ja, bis du reinfliegst. Ja, ja. Dann krieg ich wenigstens Applaus. Fliegt man nicht da? So, dann muss ich immer gut nachgucken. Wie das da ist. Das ist jetzt der obere Teil der Mohnbachschlucht gewesen, den glaube ich, habe ich noch nie begangen. Jetzt kommen wir zur Brücke. Ab hier beginnt eigentlich der normale Mohnbachschluchtweg. Und ich gehe mal davon aus, dass wir heute kein Problem mit Hochwasser haben, so wie es hier aussieht. Also gucken wir mal, wie es in der Mohnbachschlucht heute aussieht.
Wollen wir es wagen? Wollen wir es wagen? Natürlich wagen wir das. Da zieht jemand in den Biergarten endlich oben. Da war ja schon. Ja, das war die erste Querung. Damals bei meinem Ostweg konnte ich hier schon nicht drüber, weil alles unter Wasser war. Heute sind wir weit davon entfernt, vom Hochwasser. Auf was man heute Acht geben muss, sind die rutschigen Steine, Felsen. Aber da ist aber rutschig. Schnell, schnell, schnell. Sind wir da? Hasemannhütte, glaube ich, heißt sie. Sie heißt Hamannhütte. Nicht Hasemann.
Ja, die letzten Schwierigkeiten in der Mondbachschlucht. Ab jetzt wird es ein, glaube ich, normaler Weg. Ich werde jetzt auch nicht mehr viel filmen. Schön, dass ihr mit dabei wart bei einer Wanderung mit den Ofoot. Hat es ja dieses Jahr nicht sehr viel gegeben. Also, bleibt gesund, lasst euch gut gehen. Wir sehen uns auf meinem Kanal, wenn ihr abonniert habt. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Wir kommen wieder in die Sonne. Habt ihr gesehen, wo wir sind? Wir sind auf dem Ostweg. Also, auf unsere heutige Wanderung. Auf die Herbstwanderung, das war doch super. Gut heute ausgewählt, danke fürs Organisieren. Prost. Prost. Und dass das Kiosk drauf hatte ich auch. Gut. Auch kein Fehler, ne? Ja, danke. So, jetzt haben wir gar nicht, dass ich die Gute werde.